Du suchst ein einsteigerfreundliches Anfänger-Tutorial für Photoshop, welches dir Schritt für Schritt die wichtigsten Grundlagen beibringt, ohne dich dabei völlig zu überfordern? Dann bist du hier genau richtig. Ich erkläre dir die wichtigsten Werkzeuge und Funktionen leicht verständlich anhand einer alltäglichen Situation, indem wir gemeinsam eine Thumbnail-Vorlage für YouTube erstellen. Mehr dazu nach dem Intro. Nachdem du dich für Photoshop entschieden hast und die Installation abgeschlossen ist, findest du hier unten rechts einmal das Symbol für die Kreativcloud. Da klickst du einmal drauf, dann öffnet sich dieses Fenster. Dort sind alle Programme verlegt, auf die du Zugriff hast, je nachdem für was für eine Variante du dich entschieden hast. Wir arbeiten jetzt hier direkt mit Photoshop, da klicken wir einmal hier auf Öffnen. Dann öffnet sich als nächstes das Projektfenster, da sieht man einmal hier unten die bestehenden Projekte. Darauf gehen wir jetzt allerdings nicht näher drauf ein, sondern wir starten hier direkt mit einem komplett neuen Projekt. Klicken hier einmal drauf auf Neu erstellen. Als nächstes öffnet sich dieses Fenster, dort können wir zwischen vorkonfigurierten Größen auswählen oder hier oben das Ganze nochmal ein bisschen genauer definieren, indem wir zum Beispiel mobil klicken, dann werden hier Vorlagen erstellt, die auf mobilen Endgeräten die optimale Größe haben. Wir werden jetzt hier allerdings auf die benutzerdefinierte Variante zurückgreifen, das ist auch das, was am meisten eigentlich so genutzt wird oder gebraucht wird. Dazu findest du jetzt hier auf der rechten Seite auch die verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten, um das Ganze so zu definieren, wie es für dich am besten passt. Ich werde jetzt hier oben erstmal anfangen mit der Größe und der Breite. Da habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert und die optimale Thumbnail-Vorlage ist in der Größe 1280 mal 720 Pixel. Hier habe ich dann jetzt auch schon Pixel ausgewählt. Man kann natürlich auch zwischen Zentimeter, Millimeter auswählen, je nachdem, was man halt bei dem Projekt gerade so braucht. Dann hat man hier unten noch verschiedene andere Einstellungsmöglichkeiten. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail eingehen, das ist relativ selbsterklärend, sonst frisst das einfach zu viel Zeit. Wichtig wäre hier noch, dass man einmal den Hintergrund auswählt. Man kann hier weiß wählen, schwarz oder eben transparent. Das ist zum Beispiel dann relevant, wenn man einfach ein Bild haben möchte ohne Hintergrund. Aber dazu später dann mehr. Wir nehmen jetzt in unserem Beispiel einfach mal weiß. Klicken dann einmal auf Erstellen. Dann öffnet sich als nächstes direkt so das Projektfenster. Dort sehen wir in der Mitte einmal die Vorschau bzw. das Bildbearbeitungsfenster. Hier unten rechts findet ihr das Fenster, wo die verschiedenen Ebenen hinterlegt sind. Was es damit auf sich hat, wird nochmal im Laufe des Videos ein bisschen deutlicher, weil ich dann auch extra mit verschiedenen Bildebenen arbeite, um euch das ein bisschen besser zu erklären. Darüber findet ihr hier die Eigenschaften und Korrekturmöglichkeiten. Hier könnt ihr dann entsprechend das Bildmaterial oder das ausgewählte Werkzeug nochmal ein bisschen definierter bearbeiten. Darüber findet ihr hier mein Beispiel, die Farbauswahl. Das kann bei euch etwas anders aussehen, denn Photoshop lässt euch da viele Freiräume, um das einfach so individuell zu gestalten, nach euer Nutzerverhalten anzupassen, wie ihr das gerne so hättet oder braucht. Da kommen wir nun auf der linken Seite zu der Werkzeugleiste. Diese ist hier gerade ein bisschen verschoben. Die schiebe ich mal einmal hier hoch. Die kann man nämlich auch frei bewegen. Auch die Werkzeugleiste lässt sich natürlich individuell so gestalten, wie ihr das gerne hättet, denn natürlich nicht alle Werkzeuge, die man so zur Verfügung hat, braucht man unbedingt. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, an welchen Projekten man gerade arbeitet. Deswegen habe ich hier auch dann bestimmte Werkzeuge einfach rausgeschmissen und nur die reingemacht, die ich halt am meisten brauche. Deswegen ist es auch jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass bestimmte Werkzeuge, die hier bei mir hinterlegt sind, bei euch nicht zu sehen sind. Um das zu ändern, gehen wir einmal oben auf Bearbeiten. Dann gehen wir runter auf Symbolleiste. Klicken einmal drauf, dann öffnet sich dieses Fenster. Hier seht ihr einmal auf der linken Seite alle Werkzeuge, die ich aktuell verwende. Das sind auch alle Werkzeuge, die ihr später dann hier bei euch in der Werkzeugleiste seht. Das heißt, ihr seht hier ganz klar schon, dass hier das Verschieben-Werkzeug auch ganz oben an oberster Stelle ist, genauso wie hier. Das heißt, ihr könnt das hier ganz genau so anpassen, wie ihr das gerne hättet. Wenn ihr drüben zum Beispiel etwas habt, was ihr jetzt dann verwenden wollt, dann müsst ihr einfach nur hier draufklicken, damit das Drag and Drop, das ihr einmal rüberziehen, wo ihr es haben wollt, lasst da einfach los und dann habt ihr das hier auch direkt hinterlegt, das Werkzeug. Und dann ist das hier auch in der Leiste erschienen, habt ihr vielleicht gerade auch gesehen. Also ist relativ simpel, auch dann so das individuell zu gestalten, wie man das gerne hätte. Ich empfehle euch auch für das Tutorial einmal kurz meine Werkzeugleiste zu kopieren. Einfach, dass ihr jetzt während des Tutorials, wenn ich bestimmte Werkzeuge nutze, auch diese direkt findet. Deswegen scroll ich hier einmal runter. Das heißt, einfach diese 1:1 hier mal rüberschieben, so wie ich es hier auch gemacht habe. Danach geht ihr einmal hier oben auf Fertig und dann habt ihr schon eure Werkzeugleiste hier angepasst. Dann sollte sie so ähnlich aussehen wie bei mir hier. Zu guter Letzt haben wir hier oben nochmal rechts die Menüleiste, die sich aus Datei, Bildbearbeitung, Effekte und so weiter zusammensetzt. Dort könnt ihr nochmal verschiedene definierte Einstellungen vornehmen. Auch da werde ich im Laufe des Videos einfach nochmal auf die wichtigsten Dinge eingehen, aber jetzt gar nicht zu sehr im Detail auf die Möglichkeiten eingehen, die ihr jetzt gerade hier habt, weil das wäre einfach zu viel. Da werden einfach nach und nach noch mehr weitere Videos folgen, weitere Tutorials, wo ich dann immer Schritt für Schritt euch mehr daran führe, sodass ihr wirklich da auch einen kompletten Überblick habt und da nicht vollkommen überfordert werdet. Als nächstes möchten wir jetzt das Material, was wir für das Thumbnail verwenden, auch hier in Photoshop öffnen oder hinzufügen. Dafür gehen wir einmal auf Datei, dann auf Öffnen. Wählen dann die jeweiligen Ordner aus, wo wir halt unsere Sachen hinterlegt haben, klicken dann einmal drauf und wählen dann das entsprechende Bild aus, was wir jetzt verwenden wollen. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel mal den Hintergrund aus, klicke da einmal drauf und öffne das Ganze. Dann hat sich hier jetzt ein neuer Tab geöffnet, das heißt, hier ist unsere ganz reguläre Vorlage und hier neben hat sich dann jetzt der Tab geöffnet mit dem Bild. Jetzt ist es so, dass ihr hier unten die Ebenenvorlage auch wieder sieht. Dann seht ihr hier, das ist ein kleines Schloss davor.
Da klickst du einmal drauf, weil nur wenn du das gemacht hast, kannst du das Bild auch bearbeiten bzw. verschieben. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir jetzt das Bild, klicken hier einmal drauf, halten das Ganze gedrückt und können das dann bewegen. Und wenn wir das dann jetzt auf diese andere Ebene drauf haben möchten, nehmen wir das, ziehen das hier rüber und gehen mit dem Cursor einfach über dieses Bild rüber, über die Ursprungsdatei von uns, dann sind wir auf dieser Seite. Jetzt können wir hier in die Mitte gehen und einfach mal loslassen. Da seht ihr jetzt schon, dass jetzt das Bild hier hinterlegt ist. Jetzt seht ihr natürlich, dass das Bild hier in dem Beispiel viel, viel größer ist als unsere Thumbnail-Vorlage. Also müssen wir die Größe verändern. Dafür klicken wir einmal auf das Bild drauf, wählen also quasi die Ebene aus. Das seht ihr auch daran, dass hier unten jetzt diese Ebene grau hinterlegt ist. Und übrigens sieht man jetzt auch hier, dass eine neue Ebene dazugekommen ist. Vorher war hier nur diese benutzerdefinierte Ebene. Dadurch, dass wir das Bild reingezogen haben, ist natürlich eine neue Ebene entstanden mit dem entsprechenden Bild. Wenn wir das ausgewählt haben, drücken wir einfach mal auf der Tastatur STRG und T. Dann erscheint so eine Umrandung. Mit dieser können wir die Größe des Bildes verändern. Jetzt können wir einmal in die rechte Ecke gehen und dann hier mit gedrückter Maustaste einmal das Bild kleiner ziehen. Dann seht ihr schon, das wird auch gleichmäßig von der Größe verändert. So, jetzt sehen wir hier so, okay, so könnte das ungefähr passen. Lassen einmal los, gehen dann wieder in die Mitte des Bildes, halten die linke Maustaste gedrückt und können das Ganze wieder verschieben. Und dann können wir gucken, okay, passt das so und so? Wir sagen jetzt einfach mal so, ja, so ist das in Ordnung, das wollen wir so beibehalten. Dann drücken wir einfach nur die Enter-Taste und haben das Ganze dann bestätigt und angepasst. Also relativ simpel. Sollte sich übrigens das Bild hier bei euch nicht gleichmäßig von der Größe verändern, da habt ihr entweder oben das Ganze nicht richtig ausgewählt oder ihr müsst einfach nur bei der Tastatur die Feststelltaste mal gedrückt halten, dann sollte es auch reibungslos funktionieren. Nachdem wir das jetzt getan haben, möchten wir das nächste Element hinzufügen. Dafür gehen wir wieder auf Öffnen und wählen jetzt hier einfach mal bei mir im Beispiel den Hintergrund aus. Zack. Jetzt möchten wir dieses auch wieder bearbeiten, klicken hier auch ganz normal wieder auf dieses Schloss, sodass wir es frei bewegen können. Wenn wir das getan haben, können wir auch hier wieder ganz normal das Bild bewegen. Jetzt machen wir es so, dass wir es auch wieder hier rüber haben wollen auf die Thumbnail-Vorlage, klicken hier einmal wieder drauf. Lassen das einmal hier wieder fallen, zack, dann seht ihr schon, dass das hier hinterlegt ist. Und jetzt möchte ich das Ganze so ein bisschen als Design-Element verwenden für unsere Thumbnail-Vorlage, dass wir einfach so ein Wiedererkennungsmerkmal in unserem Thumbnail haben. Dafür möchte ich das Ganze ein bisschen drehen und auch in der Größe verändern. Dafür wieder die Datei anklicken, dann drückt ihr ganz normal wieder STRG und T. Damit habt ihr die Ebene wieder ausgewählt, es erscheint wieder dieser Rahmen. Und jetzt können wir mal das Ganze ein bisschen drehen. Das machen wir hier oben, indem wir wieder in die Ecke gehen. Da seht ihr jetzt schon, dass auch oben der Mauscursor ein anderes Symbol bekommen hat. Das ist so ein kleiner Halbkreis mit zwei Pfeilen, einmal nach oben, einmal nach unten. Wenn dieses Zeichen erscheint, können wir einfach mit gedrückter linker Maustaste dieses auch in der Neigung verändern, so wie wir das gerne hätten. Ich mache das jetzt mal hier so ein bisschen schräg. Zack, lass das mal los. Zieh das Ganze mir dann so hoch, bis das so ein bisschen eben ist. Wir werden mal hier ein bisschen das ein bisschen verkleinern. So, schwupps. Mach das einmal so. Zack. Jetzt möchte ich dieses Bild nochmal haben. Aber dafür muss ich jetzt nicht nochmal extra auf Öffnen gehen und dieses Bild nochmal hier hochladen, sondern ich kann einfach hier draufklicken, gehe dann hier auf die Ebene, mache Rechtsklick und habe dann hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Wähle dann hier einmal Duplizieren aus, kann auch dieser Kopie dann entsprechend hier einen neuen Namen geben, zum Beispiel manchmal Schwarzkopie 1. Gehe dann hier einmal auf OK. Jetzt kann ich das Ganze hier einmal wegziehen und ihr seht schon, ich habe einfach dann das Ganze kopiert und habe jetzt hier nochmal eine neue Ebene mit demselben Bild. Das heißt, ohne dass ich jetzt nochmal was hinzufügen musste und kann damit jetzt arbeiten. Jetzt möchte ich auch hier wieder die Datei ein bisschen verändern und das Bild anpassen, wie ich das gerne hätte. Drück wieder STRG und T, kann dann hier wieder ganz normal das Bild frei drehen, wie ich das gerne hätte. Mache jetzt einfach mal, zu gucken, wie das Ganze so aussieht. Mach das mal hier so unten hin. Also wie gesagt, das soll jetzt nur als Beispiel mal dienen. Das heißt, ihr könnt das gerne auch so machen, könnt euch so eine eigene Thumbnail-Vorlage erstellen. Ich empfehle immer irgendwas, das sich in jedem Thumbnail widerspiegelt. Ihr kennt das ja aus meinen aktuellen Thumbnails, dass ich da auch so einen grauen Hintergrund habe, der entsprechend sich so aufsplittet und daneben ist dann immer ein Bild, was zu dem jeweiligen Thema passt. Das ist einfach so ein Erkennungsmerkmal, dass jeder, der mein Thumbnail sieht, der weiß sofort, okay, gut, Hardware on point, das ist sein Video. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man sowas auch als Element mit drin hat. Wie man aber ein gutes, wirklich richtig gutes Thumbnail erstellt, da werde ich nochmal ein separates Extra-Video zu machen. Das verlinke ich euch hier oben rechts einmal eine Infokarte. Das heißt, wenn euch das Ganze interessiert, sodass ihr dann eine Thumbnail-Vorlage habt, die auch wirklich mehr Abonnenten und Aufrufe generiert, dann guckt da gerne mal vorbei. Hier soll es erstmal nur darum gehen, dass ich das als Beispiel hier verwende, um euch das ein bisschen detaillierter zu erklären. Jetzt möchte ich hier nochmal, seht ihr schon, das ist nicht ganz in der Ecke, möchte ich das Ganze ein bisschen anpassen. Jetzt klicke ich das Ganze einmal an und kann dann auch mit der Tastatur, mit den Pfeiltasten hier diese Position des Bildes ein bisschen detaillierter verändern halt. Jetzt mache ich das so, dass es genau in der Ecke anliegt. Das Ganze mache ich hier unten auch einmal, klicke die ganze Ebene wieder an, mache das einmal auch mit der Pfeiltaste nach unten, dass ich das ein bisschen in der Tiefe verändere. So, jetzt haben wir das schon mal sozusagen angepasst. Jetzt will ich das nächste Element hinzufügen. Ihr wisst, was zu tun ist. Hier oben einmal wieder auf Öffnen, zack,
dann wieder das entsprechende Bild auswählen, einmal hier draufklicken und schon ist das hier auch erschienen. Jetzt seht ihr schon, dass sich hier immer mehr Tabs aufreihen. Ich werde jetzt mal zur Übersicht einfach die alten Tabs, die wir nicht mehr brauchen, schließen. Zack und zack. Der braucht übrigens keine Angst haben, dass jetzt deswegen hier die Bilddateien verschwinden, sondern die sind hier weiterhin vorhanden. Nur hier oben ist einfach das Ganze ein bisschen übersichtlicher und ihr könnt dann ja besser damit arbeiten. Jetzt haben wir hier dieses Bild, möchten das auch wieder hinzufügen. Dafür ganz normal hier wieder den Haken rausnehmen. Dann das Bild wieder rüberziehen. Und hier einfügen. Jetzt seht ihr schon, irgendwie ist das ein bisschen hässlich mit diesem weißen Hintergrund. Das heißt, ich möchte das jetzt transparent haben. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das ganze Bild denn so freistellt. Das heißt, wie man PNG-Dateien ganz einfach selber erstellt. Dafür gehe ich jetzt hier einmal auf diesen Radiergummi. Der ist hier hinterlegt, magischer Radiergummi. Da klicke ich einmal drauf und klicke dann hier auf den Hintergrund, auf dem weißen. Und dann seht ihr schon, der ist komplett verschwunden und das Bild ist freigestellt. Jetzt seht ihr hinten ist nochmal ein Rest in der Mitte, da klicke ich auch nochmal separat drauf. Und jetzt seht ihr drin auch mal in diesem kleinen Eckchen, dass da auch nochmal weiß ist. Um das besser auszuwählen, zoome ich ein bisschen ran. Dafür drücke ich die Alt-Taste auf der Tastatur und benutze das Mausrad, um näher ran zu zoomen. Jetzt kann ich das Ganze ein bisschen besser auswählen und klicke einmal auch hier drauf. Jetzt seht ihr schon, das ganze Bild ist komplett freigestellt. Und so einfach geht das an sich auch mit Photoshop, sich Bilder freizustellen. Jetzt haben wir das soweit gemacht. Jetzt klicken wir wieder auf das Verschieben-Werkzeug und können das Ganze natürlich wieder dahin ziehen, wo wir es gerne hätten. Ich mache es einfach mal hier hin. Jetzt möchte ich, dass das Ganze nochmal vom Hintergrund ein bisschen hervorgehoben wird. Dafür klicke ich das ganze Bild an, kann das Ganze jetzt hier auch wieder mit Rechtsklick auswählen, gehe dann hier oben einmal auf Fülloptionen und habe dann hier verschiedene Möglichkeiten, die ich vornehmen kann, um das Bild nochmal ein bisschen anzupassen. Ich wähle jetzt hier unten einmal den Schein nach außen aus, klicke da einmal drauf und dann seht ihr schon, dass jetzt bei mir hier so ein weißer Hintergrund gekommen ist. Wenn ich das Ganze jetzt anklicke, ich habe das nämlich schon voreingestellt, beziehungsweise nutze ich das immer sehr, sehr oft, deswegen ist es hier jetzt schon vorkonfiguriert bei mir. Kann das auch hier ganz normal anpassen, wie ich das gerne hätte, von der Intensität, wie stark das sein soll, wie breit das Rauschen sein soll, wie dick das Ganze ist. So, ich lasse es mal hier, dass ein bisschen, man das auch sehen kann, einfach mal ein bisschen höher. Gehe dann hier auf Bestätigen und habe das Ganze jetzt schon mal hier optisch ein bisschen hervorgehoben. Kann das natürlich auch in der Farbe so anpassen, wie ich das gerne hätte, indem ich hier mal zurückgehe. Kann ich hier draufklicken, dann kann ich hier auch eine Farbe auswählen und kann das dann hier mit der Farbe hinterlegen. Ist das zum Beispiel so lila hinterlegt? Ich lasse das mal einfach mal so als Beispiel. Das soll jetzt kein Musterbeispiel sein von der Thumbnail-Vorlage, sondern einfach nur ein paar wichtige Funktionen zeigen, die ihr einfach so im Alltag so benötigt, beziehungsweise die euch Vorteile bringen können, um gute Bilder und Thumbnails zu erstellen. Als nächstes möchte ich natürlich noch bei einem guten Thumbnail auch einen Text haben, wo der Zuschauer nochmal darauf hingewiesen wird, worum geht es hier eigentlich in dem Video. Deswegen gehen wir hier einmal links zu dem Textsymbol, wählen das einmal aus, klicken da drauf und können dann jetzt hier mit gedrückter linker Maustaste einmal so einen Radius ziehen, wo unser Text ungefähr hin soll, in welcher Größe. Jetzt ist bei mir schon ein kleiner Text sozusagen vorausgewählt, das hat wahrscheinlich mit ein paar Einstellungen zu tun, wird bei euch nicht so sein. Drücke ich einmal kurz weg. Jetzt müsste das Ganze so bei euch aussehen, wie bei mir hier auch. Jetzt können wir einmal einen Text eingeben, ich gebe einfach mal Wasserkühlung und kann das Ganze hier mal so wieder verschieben, also bestätige das Ganze einfach mit der Enter-Taste, kann das Ganze hier wieder mit dem Auswahlwerkzeug regulär verschieben, wo ich das gerne hinhaben möchte. Mach das mal einfach hier hin. Jetzt möchte ich nochmal eine zweite Zeile haben. Dafür kann ich entweder jetzt nochmal neu hier eine Zeile mir zurechtziehen oder ich drücke hier wieder ganz normal drauf, gehe auf die Schriftebene, mache Rechtsklick und gehe wieder auf Duplizieren. Zack, damit habe ich das Ganze dupliziert und kann jetzt hier das Ganze runterziehen, habe dann auch wieder dieselbe Größe in denselben Abmessungen wie auch da drüber. Das ist dann optisch immer wieder ganz hilfreich, weil es einfach dieselbe Größe ist, selbe Schriftart, alles so wie vorher auch. Jetzt möchte ich das Ganze wieder bearbeiten, gehe wieder auf das Textbearbeitungssymbol, drücke dann hier in die Zeile rein und kann dann jetzt hier auch das Ganze anpassen. Jetzt mache ich mal Wasserkühlung, Review. Nur mal so als Beispiel. Kann das Ganze dann hier auch wieder so hinziehen, wie ich es gerne hätte. Jetzt möchte ich das Ganze aber noch so ein bisschen anpassen, weil so sieht das nicht so schön aus. Da das hier so ein bisschen schräg ist, möchte ich die Schrift auch etwas schräg haben. Einfach um das visuell noch mal ein bisschen aufs Thumbnail anzupassen. Dafür gehe ich jetzt einmal hier hin und verschiebe das Ganze ein bisschen. Mache dann hier wieder STRG und T, welche die Schrift ausgewählt habe. Gehe dann hier wieder zur Ecke und kann das hier in der Schräge auch verändern. Jetzt passe ich das so ein bisschen an, dass das hier optisch so ein bisschen übereinstimmt. Kann mich auch hier oben so an dieser Leiste orientieren, dass ich ungefähr das so anpasse, dass das optisch dazu passt. Zack, einmal. Und dann das zweite Mal auch. Hier wäre es jetzt übrigens viel schlauer gewesen, wenn ich jetzt erstmal das so anpasse und danach dann entsprechend das Ganze hier kopiere bzw. dupliziere. Und dann habe ich mich auch diese Abmessungen gleich. Das machen wir mal ganz kurz. Das heißt, wir klicken hier mal rein. Ich lösche das Ganze hier nochmal. Drücke hier nochmal drauf, mache dann Rechtsklick, duplizieren. Okay. Und dann habe ich jetzt hier auch nochmal die Ebene dupliziert und dann ist auch die Schräge genauso vorhanden wie oben auch. Dann ist das optisch nochmal ein bisschen schöner. Kann dann hier das wieder benennen.
So, dann haben wir das auch. Kann ich das hier drunter ziehen, wie ich das gerne hätte. So, jetzt haben wir das schon mal so ein bisschen angepasst. Wie gesagt, ist jetzt kein Highlight, das Thumbnail. Ich würde es auch so nicht beibehalten. Mir ist das ein bisschen zu unschick. Aber ihr seht einfach mal, was dann halt so möglich ist. Man kann das ein bisschen so anpassen, wie ich es gerne hätte. Kann es auch hier nochmal, dass ein bisschen mehr Bild zu sehen ist, ein bisschen das runterziehen. Das vielleicht nochmal ein bisschen besser optisch. So, dann haben wir das nämlich auch. Jetzt möchte ich mir aber auch hier die Schrift nochmal hervorheben, weil hinter diesem hellblauen Hintergrund kann das doch ein bisschen untergehen. Also möchte ich mir auch hier wieder einen Schlagschatten machen bei der Schrift. Klicken dann einmal die Schrift wieder an. Sehen wir auch hier wieder, dass das ausgewählt ist. Wasserkühlung. Machen Rechtsklick, gehen auf Fülloptionen. Und können jetzt hier auch andere verschiedene Einstellungen vornehmen. Wir können zum Beispiel hier mal auf Kontur drücken. Wenn ich das mache, seht ihr schon, dass diese Schrift sich verändert hat. Das heißt, die hat eine kleine Kontur bekommen, sticht noch ein bisschen mehr hervor. Jetzt gehen wir unten noch einmal kurz auf Schein nach außen, klicken einmal drauf. Dann seht ihr schon, dass hier jetzt wieder, wie vorher auch eingestellt, dieses Lila hinterlegt ist. Das werden wir jetzt mal ein bisschen abändern, weil das doch ein bisschen zu crazy ist. Gehen dann hier rein, wählen jetzt einfach mal hier schwarz aus. Schwupps, dann haben wir das hier einmal so hinterlegt. Das ist jetzt relativ schlicht, aber in dem Beispiel lasse ich das mal so. Machen das gleiche hier auch nochmal. Gehen auf Kontur und hier unten einmal auf Schein nach außen. Da hat er jetzt automatisch auch das Schwarze schon übernommen. Das heißt, das, was ihr mal zuletzt eingestellt habt, ist hier automatisch schon hinterlegt von der Einstellung her. Gehen auf OK. Jetzt können wir auch entsprechend das Ganze nochmal ein bisschen mehr hervorheben, indem wir verschiedene Ebenen drauflegen. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt duplizieren, wird das Ganze auch nochmal kräftiger. Das heißt, ich mache jetzt hier einmal einen Rechtsklick, zeige euch das einmal ganz kurz. Gehe nur auf Duplizieren. Und wenn ich jetzt auf OK drücke, seht ihr, dass die Schrift automatisch ein bisschen besser zu sehen wird. Zack, seht ihr schon, ein bisschen dicker geworden. Wenn ich das Ganze nochmal mache, weil einfach dann diese Umrandung dann auch nochmal, dadurch, dass es mehrere Ebenen aufeinander liegen, einfach nochmal ein bisschen besser kenntlicher wird. Das Ganze können wir hier unten auch nochmal machen. Zack. So, jetzt haben wir hier quasi drei Schichten hinterlegt. Jetzt möchte ich aber nochmal hier unten so ein kleines optisches Highlight haben, zum Beispiel, dass das Review hier vorsticht. Dafür gehe ich einmal wieder auf Öffnen, suche mir die nächste Bilddatei raus, wähle jetzt hier einfach mal den weißen Hintergrund aus, klicke auf OK, mache wieder das Schloss weg, nimm diese Datei, ziehe das Ganze hier hin und lass die Ganze so fallen. So, was möchte ich jetzt hiermit machen? Ich möchte einfach nochmal einen anderen Untergrund machen, einen roten, wie bei meinem Thumbnail so üblich, der nochmal optisch hervorsticht. Wie mache ich das Ganze? Ich wähle das Bild einfach aus, mache wieder STRG und T. Dann möchte ich das Ganze jetzt hier in der Höhe verändern, das heißt, ich möchte das Ganze schmaler haben. Dafür drücke ich STRG und gehe hier runter und ziehe das Ganze dann einfach kleiner. Ihr seht ja schon, man kann das hier so komisch verändern, sodass sich das hier frei bewegt. Oder wenn ich das aber gleichmäßig haben möchte, dann drücke ich nicht STRG, sondern ich drücke die Shift-Taste, halte die gedrückt und ziehe das dann runter und dann ändert sich nur hier die Höhe. Dann will ich das nochmal ein bisschen länger verändern, auch wieder weiter die Shift-Taste gedrückt halten und hier einmal rüberziehen. So, schwupps. Damit habe ich jetzt einmal die Höhe verändert und die Breite. Jetzt möchte ich das Ganze nochmal in der Schräge verändern, sodass es zu der Schrift passt. Gehe runter mit der Maus in die Ecke, sodass der Cursor wieder zu so einem Halbkreis wird. Halte die Maustaste gedrückt und kann jetzt hier das so anpassen, wie ich das gerne hätte. Zack, so lassen wir das mal. Bestätige das Ganze. Und wenn ich jetzt das hier rüberziehe, sehe ich ja, dass die Schrift unter diesem kleinen Schriftzug ist. Und das möchte ich ja nicht, sondern ich möchte, dass diese Schrift da drüber ist. Das heißt, hier dieses kleine Hintergrundbild ist über der Schrift. Deswegen ist auch entsprechend die Schrift unter diesem Bild. Um das jetzt zu ändern, drücke ich hier einmal rechts drauf, halte die Maustaste gedrückt und kann das jetzt hier so verändern, dahin haben, wo ich das gerne möchte. Ich möchte das jetzt unter der Schrift haben. Also platziere ich auch die Ebene unter der Schriftebene. Zack, und jetzt seht ihr schon, dass hier, dass sich verändert hat, die Schrift ist über dem Bild. Jetzt möchte ich aber nicht den Hintergrund hier weiß haben, sondern ich möchte die Farbe ändern. Um jetzt die Farbe zu ändern, gehe ich erstmal hier links einmal zu der Farbauswahl, klicke hier einmal drauf. Dann wähle ich die Farbe aus, die ich gerne haben möchte. Ich nehme jetzt hier mal ein dunkles Rot, drücke auf OK. Anschließend wähle ich hier oben einmal das Füllwerkzeug aus, das ist dieser Farbeimer, der hier auch hinterlegt ist. Drücke da einmal drauf und kann jetzt die Ebene, die hier ausgewählt ist, einmal anklicken. Und dann ändert sich hier die Farbe in Rot. Jetzt, wo wir das gemacht haben, wähle ich wieder das ganze normale Verschieben-Werkzeug aus, klicke wieder die Ebene an und kann die jetzt so anpassen, wie ich das gerne hätte. Jetzt seht ihr schon, die ist noch ein bisschen zu klein, also passen wir das Ganze wieder an mit STRG und T. Jetzt haben wir es mal grob so angepasst, wie ich das möchte. Ich habe jetzt mal ein bisschen Schnelldurchlauf gemacht, damit das nicht ewig sich hinzieht. Dann seht ihr jetzt schon, das Ganze sieht jetzt schon so ein bisschen schicker aus. Ist jetzt, wie gesagt, kein optisches Highlight oder ist auch nicht empfehlenswert. Man kann hier noch viel machen. Vor allem hier diese Schrift sticht noch gar nicht groß genug hervor. Aber da könnt ihr, wie gesagt, das Ganze so anpassen, wie ihr es gerne möchte. Man kann auch theoretisch das hier runterziehen und dann das so machen. Jetzt haben wir hier natürlich die verschiedenen Ebenen hinterlegt. Die mache ich mal kurz mal weg. Zack. Können wir das natürlich so machen, dass die Schrift zum Beispiel hier oben ist. Das ist natürlich optisch dann nochmal ein bisschen besser hervorgehoben. Also hat man viele Freiräume, die man halt dann so anpassen kann, wie man das gerne möchte. Also da spielt einfach mal so ein bisschen rum und experimentiert da auch mal ein bisschen.
Natürlich könnt ihr auch hier jederzeit die Schriften in der Größe verändern, indem ihr einfach nur die Schrift einmal auswählt, dann hier unten auf das Textsymbol klickt wieder, dann einmal hier reinklickt, dann seht ihr hier rechts einmal, also erstmal würde ich das Ganze hier dann auswählen, Moment, so, zack, komme ich wieder zu den Anfang, wähle das Ganze hier aus und kann jetzt hier zum Beispiel auch zwischen verschiedenen Schriftarten auswählen, dann seht ihr schon, dass sich das hier das Ganze ändert. Hier viele Möglichkeiten, dann müsst ihr dann quasi mal gucken, was euch am besten gefällt. Wir wählen jetzt einfach mal so wie vorher wieder Impact aus, das ist schön dick, kann man gut lesen, deswegen lassen wir das Ganze mal so, wie es ist. Natürlich kann man auch hier die Schriftfarbe verändern, ganz klar. Das heißt, ihr könnt hier einmal auch reingehen, könnt das Ganze rot machen, wenn ihr das möchtet. Und könnt natürlich auch hier die Schriftgröße anpassen, indem ihr einfach mal hier auswählt. Und hier zum Beispiel 30 auswählt, dann wird die Schrift viel, viel kleiner. Wenn man jetzt hier wieder die Größe haben möchte, kann man hier einfach auf 75 gehen. Da es hier nicht weiter geht, kann man aber ganz einfach hier auch reinklicken, mit der Entferntaste löschen und dann hier einfach mal 100 eingeben. Zack, dann seht ihr schon, dass die Schrift wieder größer ist. Und so könnt ihr das quasi individuell gestalten, wie ihr es gerne hättet. Natürlich ist es hier mit diesem Rot ein bisschen das zu aufgebauscht, deswegen machen wir es wieder weiß, zack, und dann sieht das auch schon ein bisschen besser aus hier. Ne? Jetzt haben wir die Thumbnail-Vorlage mal einfach so grob fertig, wie gesagt, so jetzt nur mal als Beispiel, jetzt gehe ich nochmal anhand dessen einen Speed-Durchlauf kurz auf die wichtigsten Funktionen und Werkzeuge ein, die ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe während dieses Beispieles. Da gibt es hier zum Beispiel einmal das Freistellungswerkzeug, wenn man da drauf drückt, seht ihr schon, dass einmal hier um den ganzen Bild ein Rahmen entstanden ist. Diesen kann ich jetzt hier auch komplett so verändern, wie ich das gerne hätte, zack, auch in der Höhe, wie ich das gerne möchte, so. Wenn ich jetzt hier auf Bestätigen gehe, dann hat er das Bild so freigestellt, wie ich es eben gerade angepasst habe. Wenn ich das Ganze rückgängig haben möchte, brauche ich nur einfach nur STRG und Z auf der Tastatur drücken und dann ist das wieder in der Ursprungsform vorhanden. Das heißt, damit kann man einfach Dinge nochmal einzeln freistellen, wie man das gerne möchte. Das ist auf jeden Fall auch ganz hilfreich. Was auch interessant ist, natürlich auch das Pinselwerkzeug. Das demonstriere ich einmal ganz kurz, indem ich eine Ebene vorher auswähle. Ich nehme jetzt mal einfach hier den Hintergrund, klicke dafür einmal drauf, dann habe ich den ausgewählt. Dann können wir den jetzt auch mit dem Pinsel bearbeiten. Gehe einmal hier drauf. Die Farbe, die ausgewählt ist, ist immer die, die hier unten angezeigt wird. Das heißt, das ist immer das, was als Maß genommen wird. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich zum Beispiel hier mit gerückter Maustaste einfach mal so einen Strich ziehen. Zack, zack, zack. Kann so malen, wie ich das gerne hätte. Kann dann auch, wenn ich hier oben rechts einmal hochgehe, hier draufklicke, einmal die ganze Größe verändern, also die Dicke des Pinsels, dass es einfach dann nur ein bisschen dicker ist. Dann wird der Kreis auch viel größer. Jetzt habe ich das hier um einiges dicker. Dann kann man damit auch so das Bild bearbeiten und damit rumspielen. Ich mache das Ganze erstmal wieder rückgängig mit STRG und Z. Zack. Zack, dann ist hier alles so wie vorher auch. Das war das Pinselwerkzeug. Auch die Pipette ist sehr, sehr hilfreich, denn wenn ich zum Beispiel hier den Hintergrund unter dieser Schrift in so ein Lila haben möchte, wie jetzt hier, weil ich sage, hey, das ist viel schicker, dann brauche ich einfach nur hier einmal ranzoomen am besten, damit ich auch die Farbe richtig treffe. Dafür drücke ich wieder die Alt-Taste und das Mausrad. Drücke hier einmal auf diese Farbe, die ich übernehmen möchte, zack. Wenn ihr jetzt unten links mal guckt, hat sich diese Hauptfarbe jetzt automatisch geändert zu dieser Farbe, die wir hier angeklickt haben. Wenn ich hier drauf drücke, seht ihr auch, dass das genau dieser Farbton ist, den wir jetzt hier auch haben. Da drücke ich einmal hier auf OK, zoome wieder zurück, klicke hier einmal diese Ebene an, gehe danach auf das Füllwerkzeug und kann dann hier einmal drauf drücken und habe dann hier das Lila genauso wie hier auch. Dafür ist das Pipettenwerkzeug da. Mach das Ganze wieder rückgängig, STRG und Z, zack. Jetzt zum Schluss wollen wir unser Meisterwerk natürlich noch einmal speichern und exportieren. Dafür gehen wir hier oben einmal auf Datei, dann hier unten auf Speichern, dann einmal auf Speichern unter. Dann wählen wir den entsprechenden Ordner aus, wo wir das Bild halt speichern wollen. Ich mache jetzt einfach mal hier den Desktop. Dann benennen wir das Bild. Dann können wir hier auswählen, in welchem Format wir das Ganze speichern wollen. Ich mache es immer persönlich so, dass ich das einmal in dieser Photoshop-Datei speichere. Damit kann ich das immer wieder bearbeiten. Jetzt zeige ich das mal ganz kurz. Einmal hier auf Speichern drücken, okay. Jetzt haben wir es einmal abgespeichert als Projektdatei. Jetzt speichern wir das Ganze nochmal als normale Datei. Das heißt, wir gehen einmal wieder drauf, gehen auf Speichern unter. Dann wieder ganz normal auswählen, wo wir speichern wollen. Hier seht ihr jetzt auch schon, dass unsere Photoshop-Datei hinterlegt ist. Dann können wir hier unten auswählen, also was wir speichern wollen. Meine Empfehlung immer an der Stelle JPEG. Dann drücken wir einmal wieder auf Speichern, zack, einmal auf OK und dann haben wir es hier auch ganz normal als JPEG gespeichert. Könnt ihr es jetzt hier so aufrufen, zack, da ist unser Thumbnail und können das dann so zum Beispiel auch für YouTube verwenden. Das war jetzt einfach mal so der erste grobe Einblick in Photoshop, was hier so an Möglichkeiten gibt. Es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr, deswegen werde ich auch in zukünftigen Videos immer mehr darauf eingehen, auch spezielle Themen ganz genau behandeln. Das heißt, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr da zukünftig sehen wollt oder was euch aktuell jetzt gerade interessiert und ihr auch wirklich benötigt an Skills. Dann gebe ich euch die natürlich an die Hand. Wenn euch das Ganze interessiert und du auch zukünftig nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall jetzt den Kanal, falls du noch nicht getan hast. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.